Okay, dear colleagues, we are now starting again our plenary session after the break with our debate on stepping up climate ambition during the COVID-19 pandemic. It's a great honor today to have with us the German Federal Minister for the Environment, Nature, Conservation and Nuclear Safety, Svenja Schulze. And I would like, dear Minister, to welcome you on behalf of our committee. And let me thank you for joining us. Germany took over the EU presidency as the pandemic spread throughout Europe. Since then, we have seen member states coming to each other's side during this moment in our history that has affected our lives, our economies, our health, and our people. The EU budget and recovery plans also show the same spirit of European solidarity. Nevertheless, I am thankful that the pandemic has not taken our eyes away from the looming climate emergency. I have no doubt that you share the same goal as local and regional governments, to leave a truly sustainable future for our children. Local and regional leaders understand that making our homes energy efficient, recycling our waste, or making our transport cleaner makes the environmental and economic sense. Our committee believes in a just and green European recovery for every region, city and village. This is why, in October, we agreed a cooperation with the European Commission to empower, engage and deliver the European Green Deal locally in our communities. Let us work together with Germany's regional governments to make this happen. Together, we now need to show our solidarity in our investment, our resources and our ambition. We call on the EU member states to agree at least a 55% carbon emissions reduction by 2030. This is not only feasible, but it is necessary. It will give purpose and education, and it will give direction in our objectives at local, regional, national, and European level. It will demonstrate that the EU is serious in becoming climate neutral by 2050. We also need to end all public subsidies for fossil fuels. We need to support instead green technologies. Through expanding tools such as the Just Transition Mechanism, we need to support every region reliant on fossil industries today to make the rapid transition to more sustainable economies, protecting jobs and creating new opportunities. We need to ensure that every coal region is supported in leaving fossil fuels behind. I know that your own home region has successfully moved away from coal. It is definitely an inspiration, showing what can be achieved with the right investment and political leadership. Dear Minister, let me propose to you that we hold a conference with our EU institutional partners together before the COP in Scotland to discuss how far we have come and how much further we need to go. I would suggest that together with a trio of EU presidencies and European Commission, we also assess the feasibility of measuring local and regional determined contributions. This way, we ensure that the invaluable contribution in cutting climate emissions by our regions and cities is measured and valued, raising our climate ambition at member state and EU level. And allow me, Minister, closing my remarks, to stress out the importance that the regions and cities have towards implementing green policies. Without cities and regions, who are not only the most affected, but the ones
who finally implement the policies on the ground, the green policies will not succeed. And so today I'm here, and we are all here, governors, mayors, councillors, regional and local, to discuss with you this very important matter for us, our future, and the European Union. Dear Minister, the floor is yours. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Mitglieder des Ausschusses der Region, meine sehr geehrten Damen und Herren, erstmal sende ich natürlich einen ganz herzlichen Gruß in die Region und die Städte der Europäischen Union und natürlich auch nach Brüssel. Herr Präsident, Sie haben es ganz richtig gesagt und ich will das ausdrücklich zu Beginn nochmal unterstützen. Kommunen, Regionen, das ist unsere Basis, auf der die EU steht. Und deswegen freue ich mich heute ganz besonders auf den Austausch mit Ihnen. Sie haben es erwähnt, ich will es aber nochmal betonen. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft fand mit dieser Corona-Pandemie unter ganz außergewöhnlichen Bedingungen statt. Wir merken das heute, dass wir uns nicht treffen können, dass wir Videoformate nutzen. Es ist ja ein Ausdruck davon. Aber ich glaube, wir haben gezeigt, der Umwelt-, der Klimaschutz, der hat nichts an seiner Dringlichkeit verloren. Und mir ist es wichtig, dass wir den europäischen Zusammenhalt stärken, vor allen Dingen in diesen schwierigen Zeiten. Und ich glaube, dass man sagen kann, dass uns das bisher auch gelungen ist. Meine Damen und Herren, wie beim Kampf gegen Corona, gegen die Pandemie, kennen wir auch in der Umwelt- und Klimapolitik die ganz wesentlichen Erfolgsfaktoren. Das ist vor allen Dingen die gute Zusammenarbeit aller politischen Ebenen, der europäischen, der nationalen, der regionalen und der kommunalen. Ich war lange Jahre Parlamentarierin in einem Landtag und war auch Mitglied einer Landesregierung und bin deshalb auch überzeugte Verfechterin unseres europäischen Systems der Mehrebenen-Governments. So entscheiden wir so europaweit wie nötig und gleichzeitig so bürgernah wie möglich. Und deswegen bin ich auch dem Ausschuss der Region sehr dankbar, dass Sie unsere Anregungen aufgegriffen haben und dass Sie vor allen Dingen Stellung bezogen haben, zum Beispiel in Sachen Anpassung an den Klimawandel. Der Großteil der Maßnahmen, der wird ja auf regionaler, auf lokaler Ebene umgesetzt. Und deswegen interessiert es mich ganz besonders, was Sie empfehlen, damit eben solche Anpassungsmaßnahmen lokal und regional auch wirklich wirken, damit sie die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger verbessern und gleichzeitig die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit der Natur stärken. Außerdem interessiert mich natürlich, wie Sie aus Ihrer Sicht den von der Kommissionspräsidentin vorgestellten European Green Deal bewerten. Aus meiner Sicht ist er wirklich die Zukunftsstrategie, um Europa widerstandskräftiger, wettbewerbsfähiger und lebenswerter zu machen. Der Green Deal ist ein richtiger Orientierungsrahmen für den wirtschaftlichen Neustart in Europa. Mein Ministerium hat die Arbeit an den Stellungnahmen der Herren Makula und Guilfoy eng begleitet. Und nun werden wir natürlich auch das Ergebnis ganz aufmerksam prüfen. Und ich freue mich, dass Sie, Herr Präsident, direkt hier so ganz konkrete Anregungen geben. Eine gemeinsame Konferenz, das werde ich gerne mit den Partnern in der Trio-Präsidentschaft besprechen. Wir sind ja zu dritt in der Präsidentschaft und müssen deshalb das und wollen das auch miteinander abstimmen. Aber das sind sicherlich gute Anregungen, die Sie da geben. Meine Damen und Herren, Deutschland hat in seiner Ratspräsidentschaft ganz bewusst die im Green Deal vorgeschlagenen Initiativen aufgegriffen und vor dem Hintergrund der sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie ist das natürlich eine absolut zentrale Priorität und dazu gehört die EU-Biodiversitätsstrategie 2030. Zu der haben wir im Rat sehr ambitionierte Schlussfolgerungen verabschiedet. Das ist die Roadmap für den Naturschutz in Europa und der Rat fordert
die biologische Vielfalt dringend in alle anderen Politikbereiche einzubeziehen, in der EU, aber auch in den Mitgliedstaaten und auf allen Regionen, auf allen Ebenen. Und das gilt auch für die Landwirtschaftspolitik. Und damit geht die EU dann gestärkt in die globalen Verhandlungen zur biologischen Vielfalt. Wir werden ja im nächsten Jahr die CBD-COP zu diesem Thema haben. Das europäische Klimagesetz, das ist mir ganz besonders wichtig. Es soll unsere Klimaziele europarechtlich verbindlich machen, soll einen klaren Kurs eben auch in diesem Themenfeld setzen. Und im Umweltrat haben wir dazu eine weitestgehende Einigkeit erzielt. Nur die Höhe des 2030-Klimaziels, die blieb noch offen. Und darüber entscheiden jetzt unsere Staats- und Regierungschefs in wenigen Tagen. Die Einigung aber im Umweltrat hat es uns ermöglicht, bereits in den Trilog dazu mit der Kommission und dem Parlament einzusteigen. Ein weiteres Thema ist die Kreislaufwirtschaft, wo es gerade auf lokaler, auf regionaler Ebene eine Vielfalt an Initiativen gibt. Kommende Woche wollen wir im Umweltrat Schlussfolgerungen zum Aktionsplan der Kommission verabschieden. Ich denke, auch ein sehr wichtiges Thema. Und ein besonderes Anliegen ist der deutschen Ratspräsidentschaft die umweltgerechte Digitalisierung. Nicht nur in Videokonferenzen wie dieser hier erleben wir ja einen rasanten Digitalisierungsschub. Wir beobachten auch, dass es in allen Lebensbereichen zu einer stärkeren Digitalisierung kommt. Und daher will ich den Zusammenhang von Digitalisierung und Umwelt und Ressourcenverbrauch stärker in den Fokus nehmen. Digitale Technologien haben ein großes Potenzial für den Umwelt- und Klimaschutz, aber gleichzeitig müssen natürlich digitale Infrastrukturen, Anwendungen, Geräte nachhaltiger werden. Und auch hierzu soll in der nächsten Woche der Umweltrat eben Schlussfolgerungen verabschieden. Europa kann und muss hier weltweit Standards setzen. Die Umwelt, die Klima, die verbraucherfreundliche Digitalisierung, die soll eben zu einem Markenzeichen Europas werden. Meine Damen und Herren, die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten nehmen für den Neustart der Wirtschaft gerade enorme öffentliche Mittel in die Hand. Das ist ganz essentiell, dass die Mitgliedstaaten sich bald auf den mehrjährigen Finanzrahmen einigen können und auch auf die Aufbau- und Resilienzfazilität, also den Aufbaufonds. Darin finden sich wirklich immense Ausgaben zum Schutz von Klima und biologischer Vielfalt. Und das ist die Chance für einen beschleunigten ökologischen Umbau, die wir jetzt auch wirklich nutzen müssen. Und deswegen freue ich mich jetzt erstmal heute auf den Austausch mit Ihnen und auf die Debatte und Ihre Fragen. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Thank you very much, Minister. I would like to give the floor now to our colleagues who might ask excuse me, for the floor. I would like to start with our rapporteur, Mr. Markula. Mr. President, Madam Minister, first let me thank you, Minister Schulz, on and the German presidency on asking us, the Committee of the Regions, to deliver two opinions on these very important climate-related issues. And as one of those rapporteurs, I'm very happy on having this chance to contribute here briefly and deliver the report to you after our couple of the amendments that we will be doing during this plenary. We have learned a lot during the COVID-19, and I need to state strongly that if there is a will and commitment to tackle whatever burning global challenge, the instruments and solutions can be created together. We need a strong collaboration on that. In brief, it's time to save the planet. And that is, as our president said, this is an emergency, as we have tackled and still are tackling
the COVID-19, we need to use the same strong commitment in tackling the climate. Let me go to the content by giving just a very few key messages. First, it's clear sustainability should be considered and taken as a new normal for all communities, businesses, and individuals, and especially use the lessons learned during the COVID. Secondly, we need to invest in research and innovation, and we need to share knowledge and good practices, learning from each other. Learning is the key. Third point is that we need to provide adequate financing for cities and regions in reskilling and upskilling the labor force. And fourth, we need to integrate mitigation and adaptation to go hand in hand. Fifth is that Green Deal and EU recovery funds give an enormous opportunity for cities and regions in taking a strong transformation in their climate policies. Let me use example, my own country, Finland. We are committed to reach the carbon neutrality already by 2035. And my own city, Espoo, the second largest city in Finland, we are committed in getting to that level already by 2030. So it's an enormous effort in partnership with industry, in partnership with people. I highlight the importance of increasing European partnerships between regions and cities, and we need to use on that smart specialization concepts. I also recommend increasing the role of cities and regions in the Climate Adapt platform. The COR, we are very keen to deepen cooperation, especially with the European Environmental Agency, the EIT Climate Kick, and the Joint Research Center, JRC. Dear Madam Minister Schulz, you personally, you have a long career being a State Minister of Innovation, Science and Research. So you are the right person to take forward many of our political statements. To be success, all climate actions, including adaptation, that needs to be rooted in the best available knowledge. And that means that we need more innovation, encouragement, digitalization, climate go and need to go hand in hand. And to conclude, I stress the importance of preventing going further, preventive information systems such as Galileo and Copernicus in community-based hazard and risk assessment. This requires more systematic and comprehensive regionally and locally based data mining and processing solutions. So using satellites and sensors and similar. So we need to take the modern technology as well in effective use in our cities and regions and take that through Europe to be active in globally as well. Thank you very much. Thank you very much, President. Let me now give the floor to Kieran McCarthy, please. Yeah, dear Minister, the Green Deal is a golden opportunity to put us back on track to meet climate goals and at the same time support our green recovery and EU competitiveness. The COVID-19 crisis, though, has severely hit our cities and regions. Our finances are suffering. We actually are the ones that are going to carry most of the climate mitigation adaptation measures and investments. There will be costs to achieve the transition, but we are convinced that the benefits will be much larger in the long term if the EU define a policy framework that respects diversities, different starting points, and the capacity of innovation within our regions and cities. Cities and regions are the core of the climate action and Green Deal. As highlighted in an excellent opinion on Green Deal drafted by my fellow colleague in the European Alliance, Mr. Griffois, on the request of your presidency, the Green Deal must be built bottom up if we want to achieve climate targets. Centralization will lead us nowhere. Regions need to be mandatorily consulted and involved in the design and implementation of national plans in areas related to the Green Deal. And cities and regions should be equipped with adequate tools and financing that match their responsibilities.
But thank you very much for joining us, and we look forward to working with you in the future. Thank you. Thank you very much. The floor on behalf of the EPP goes to Rafal Traskowski, please. Yes, Minister. First of all, thank you very much for your efforts. They're very much needed. I wanted to tell you that we, the regional and local authorities, are very much committed to the goals that are now established by the European Union. And you have to know that even though our governments, the Polish government and, for example, some other governments in the region are quite difficult when it comes to agreeing on those very ambitious goals, we think that these should be met. And most importantly, thank you for sharing the philosophy which is shared in this house that recovery and our green ambitions should go hand in hand. If we are to get out of the crisis, we need to do it in synchronicity with our priorities when it comes to greening of our cities. If we do not do that, we are going to lose an opportunity of a lifetime, and we need to be innovative and we need to do just that. And cities are even more ambitious than the governments, because we know that climate change is a disaster and has to be mitigated. We know that if we seriously think about the quality of life, if we seriously think about fighting for quality of air, we need to address these challenges and simultaneously bring about change in all of those areas. And most importantly, we cannot deal with the problem without the cities. Unfortunately, some of our governments, mine included, the government of peace, is redistributing money and according to political criteria. And we need to fight that, because if we really want to fight for ambitious priorities, we need to be absolutely certain that the criteria used are as transparent as possible and that they're really effectively used in order to challenge to fight with the challenge that is before us. And since the cities produce 70% of the emissions, we need to find possibilities which are going to actually help the cities in and the regions in fighting for their priorities. And that's why it is so important to include local and regional governments in this debate, and it is so important to have a direct link with the European institutions, because at the end of the day, we are close to the people. We've introduced quite a lot of actions in order to increase the awareness. We are, of course, promoting the Covenant of Mayors and its actions. We have developed a network. We are developing a network of climate ambassadors. We are also undertaking an initiative, Green Deal Goes Local, where we are undertaking debates in order to galvanize the public opinion. But I want to leave you with one of our postulates, which is very, very important, because as you know, right now, you know, the Polish and the Hungarian governments are contemplating veto on the budget. By the way, we sent a letter to the president of the Commission and to the other leaders of the European institutions, signed by 250 mayors of Hungarian and Polish cities, where we say that there is no place for a veto, that we all need the budget to go on. We all need the recovery funds if we want to be effective in fighting post-COVID recession. But at the same time, as the Committee of the Regions, we put on the table an idea to find ways for direct financing of projects within cities, so that we have pan-European programs prepared by the European institutions, which are then directly realized by the cities. We do not need the national governments to intervene. And of course, we're talking about 5-10% of the projects. The 90%, the majority, will go through national envelopes. But please be innovative, because if we take European programs, such as, for example, take away all the diesel-powered buses from the streets of the European cities, and we start implementing them at home, directly in the cities, directly in the regions, that will actually bring about change, which is immediately seen by the citizens. And we need that for the awareness. And it would also allow us to get out of the schizophrenic situation in which some governments are violating the rule of law, and then they will maybe meet the consequences. And, you know, regional authorities, local authorities should not be penalized for the actions of the irresponsible governments. Thank you very much. Danke schön. Thank you, Rafał. I would like to give the floor now on behalf of the PES to Juan Espada Sayas. Sí, buenas tardes
Presidente, ministra, en primer lugar quiero agradecer el que la presidencia alemana haya convertido en una prioridad el Pacto Verde Europeo a lo largo de este semestre. Para nosotros ha sido enormemente importante desde el Comité de Regiones poder contribuir y cooperar con la Comisión y con el Parlamento Europeo, fundamentalmente en hacer de este Pacto Verde Europeo una estrategia de impulso al cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático. Creo que la pandemia ha hecho avanzar enormemente el grado de concienciación y de sensibilización de los ciudadanos en relación con la salud pública y con los problemas del cambio climático. Y creo que tenemos una oportunidad por delante de enorme magnitud política para que podamos acelerar los cambios necesarios para luchar de verdad contra el cambio climático y conseguir los objetivos que nos hemos marcado a 2030, si somos capaces de emplear toda la financiación, todos los fondos de recuperación económica diseñados para la salida de la crisis económica de la pandemia, los empleamos en la prioridad climática. Ahí hay una enorme posibilidad de generar empleo, de generar nuevos empleos en una nueva economía que consiga los objetivos climáticos. Y por eso, como presidente de la Comisión ENVE, del Comité de Regiones y del grupo de trabajo que coordina las distintas comisiones del Comité, quiero darle las gracias y pedirle, en este caso, ministra, que el gobierno alemán culmine su presidencia con un compromiso político en línea con la renovación de la Carta de Leipzig que han llevado a cabo, que permita el que de verdad las ciudades en la arquitectura de los gobiernos europeos tengan un papel protagonista en la ejecución de esos fondos de recuperación. De forma que a través de los estados y los gobiernos regionales, las ciudades contemos con los recursos para acelerar la transición y conseguir los objetivos climáticos. Muchas gracias. Thank you very much. The floor now on behalf of the Renew Europe Group to Vincent Chauvet, please. Madame la ministre, au début de cette année 2020, tout le monde nous prédisait et s'attendait à ce que les émissions de CO2 en 2020 soient un record à la baisse. Et finalement, le rapport récent de l'Organisation mondiale météorologique semble indiquer le contraire. Aujourd'hui, certains hommes politiques demandent de se concentrer uniquement sur la reprise économique. D'autres, de concentrer l'ensemble de nos efforts sur le changement climatique. En tant que maire, nous savons bien qu'il faut être pragmatique et que ces deux politiques doivent être menées de front. Actuellement, le président de la République, Emmanuel Macron, est en déplacement dans ma circonscription pour parler de la transition énergétique et de l'importance dans le mix énergétique du nucléaire, puisqu'on fabrique à côté d'Autun, ma ville, des turbines pour les centrales nucléaires. Et de manière plus locale, nous voyons tous les jours l'impact du changement climatique et ses conséquences, notamment sur nos forêts du massif du Morvan. C'est pour cela que je pense que nous devons avoir un débat aujourd'hui où nous gardons en tête à la fois l'objectif, je l'ai dit, de reprise économique et notre ambition climatique. Mais l'action climatique ne doit pas être une priorité à elle seule. Elles doivent être comprises, et c'est le sens d'ailleurs de la communication de la Commission européenne « Stepping up our efforts towards neutrality by 2050 », comment nous allons obtenir la neutralité en 2050 en termes d'émissions de carbone par des objectifs intermédiaires en 2030, qui prend bien en compte justement ces deux aspects. Et le débat doit être donc aujourd'hui de bien regarder quels sont les objectifs
que nous devons obtenir en 2030 pour avoir en 2050 une économie neutre en carbone et pour avoir dès les années 2021-2022 une reprise économique forte en Europe. Vous avez dit, vous avez déclaré, Madame la Ministre, dans une interview récemment, que, je cite en anglais, « The climate protection, innovation and jobs are for you the cornerstone of a good structural policy ». Et je voudrais vous dire que je partage entièrement cette déclaration. La question aujourd'hui, et j'en terminerai par là, c'est comment convaincre ceux qui semblent préférer le court terme au long terme d'adopter des politiques intégrées et de le faire à l'échelle européenne, en gardant en tête, comme l'ont dit mes collègues, que si une partie de la solution se trouve à l'échelle européenne ou à l'échelle nationale, je vois mal ma ville de 15 000 habitants se mettre à construire des centrales nucléaires. En revanche, la solution se trouve également à l'échelon local, parce que c'est dans nos changements au quotidien, merci, sous l'impulsion des maires et des élus locaux, que nous atteindrons ces objectifs, merci, en 2030 et 2050. Merci beaucoup. I give the floor now to the ECR, on behalf of the ECR group, to Aldrich Vlanas. Vlasak, Mr. Vlasak, you have the floor. Madam Minister, as we all know, the importance of embracing clean energy sources for our future and for our children's future has never been more vital. Historically, countries like mine have depended on coal as a reliable and cheap form of energy to heat our homes. However, the evidence is damning. We must move away from fossil fuels and towards clean energy sources. In the Czech Republic, we have 6 operable nuclear reactors, reducing 35% of my country's electricity. Every year, our nuclear capacity has increased, and we intend to deepen our commitment to this clean and efficient energy source. The Czech Republic electricity consumption has increased more than 20% compared to 1990. At the same time, total CO2 emissions are down by 32%. This was mostly achieved by increasing our reliance on nuclear power. We are not alone in this. France, Slovakia, Hungary, and Sweden, to name a few, have all seen their emissions reduced by increasing their reliance on nuclear energy. We also see that the rapid nuclear phase-out in Germany led to an increase in greenhouse gas emissions. This seems to be because polluting lignite plants have to guarantee the electricity supply. In the light of this, I'm surprised that the EU seems skeptical towards nuclear energy. The European Commission didn't even mention nuclear among low carbon electricity sources in its hydrogen strategy from July this year. Nuclear energy is not a silver bullet which will solve the climate problems. However, it, like renewable energy sources, must be part of the solution. The ECR group has consistently called on the EU institutions to take a more positive stance on the significant contribution nuclear energy can make to our climate goals. Thank you for attention. Thank you very much. On behalf of the EA group, I would like to give the floor to Nanette Maupertuis. Nanette Maupertuis, on behalf of the EA group. Okay. Oui, président. Je suis là, président. Allez-y. Oui, merci, monsieur le président. Madame la ministre, merci de votre intervention. Nous sommes très inquiets quant à la situation
actuelle. Surtout, nous craignons que les divergences relatives au budget de l'UE conduisent à une impossibilité de trouver un accord sur les objectifs pour le climat 2030 et ne bloquent in fine les investissements verts. Nous vous demandons, Madame la Ministre, d'exercer votre influence au sein du Conseil pour arriver à un compromis entre tous les États membres afin que ces blocages soient levés. Nous demandons aussi que les régions et les villes soient au centre de la mise en œuvre du Green Deal ainsi que du Fonds pour la relance et pour la résilience. Ceci ne pourra être le cas, ça a été dit tout à l'heure, que si l'on revoit la gouvernance de ces fonds. Nous sommes favorables à une approche équilibrée, innovante, flexible, qui permette de tenir compte de la diversité, de la spécificité des territoires européens, mais aussi qui prenne en compte la vulnérabilité de certains d'entre eux, comme les îles par exemple. Alors, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 et donc atteindre la neutralité climatique d'ici 2050, il faudra une transformation, évidemment, socio-économique dans les régions qui dépendent surtout des énergies fossiles et des industries à forte émission. De plus, les régions les plus exposées aux dangers et aux conséquences du changement climatique sont également, en général, celles dont la production d'énergie est moins diversifiée, comme c'est le cas dans les îles. En effet, les régions insulaires sont parmi les régions qui ont le plus fort taux de dépendance aux combustibles fossiles. Par exemple, en Corse, la Corse dépend à 90% de sources d'énergie fossiles. Afin de soutenir au mieux le processus de transition énergétique, nous demandons la reconnaissance des contraintes que l'insularité nous impose du point de vue de la production d'énergie et de la dépendance énergétique qu'elle engendre. Par ailleurs, les îles sont aussi très exposées aux risques générés par le changement climatique. En conséquence, nous espérons que dans le cadre des prochains PO de Next Generation Europe, dans le cadre du Fonds de transition juste, cette vulnérabilité accrue et ces risques des territoires insulaires seront prises en compte pour l'obtention de fonds supplémentaires permettant de financer des projets innovants dans la mobilité durable, dans le domaine des énergies renouvelables, mais aussi pour les îles dans le domaine du tourisme durable. Merci, madame. Merci beaucoup. The floor now to the Green Party, the Green Group, to Satu Hapanen, please. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa ministeri Schulz. Ilmastotoimet alkavat kotikaupungeissamme ja kotiseuduillamme, näin lausui komission varapuheenjohtaja Timmermans lokakuun täysistunnossa. Arvoisa puheenjohtaja, elpymisrahasto ja monivuotiset rahoituskehykset ja vihreän kehityksen ohjelma ja niihin perustuvat kansalliset toimeenpano-ohjelmat antavat nyt alueille ja paikallispäättäjille selkeät raamit ryhtyä ilmastotoimiin. Nyt onkin tärkeää, että me paikalliset päättäjät teemme osuutemme huolella ja hyvällä yhteistyöllä eri puolueiden välillä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvä ministeri, COVID-19 on tuonut myös hyviä asioita ilmastotoimia ajatellen. Me suomalaiset olemme löytäneet luontosuhteemme uudelleen ja metsien arvostus on kasvanut. Uusia kansallispuistoja on perustettu, uusia kokouskäytäntöjä on otettu käyttöön, matkustaminen, turha matkustaminen on vähentynyt ja digitaalisia yhteyksiä hyödynnetään myös eri tavoin myös opiskelijoiden välisessä kommunikaatiossa. Arvoisa ministeri, olen iloinen, että Saksa on pitänyt kiinni kunnianhimoisesta ilmastotavoitteesta COVID-pandemiakin keskellä sekä neuvottelussa monivuotisista rahoituskehyksistä ja elpymispaketista. Me vihreät tuemme 60% päästövähennystavoitteen saavuttamista vuoteen 2030 mennessä ja suhtaudumme negatiivisesti ydinenergian lisäämiseen keinona päästä ilmastotavoitteisiin. Arvoisa ministeri,
Kiitos teidän hyvästä työstä ja kysyisin, mitä hyviä käytäntöjä vielä meille eurooppalaisille kumppaneille tarjoaisitte matkalla ilmastoneutraaliuteen. Kiitoksia. Minister, would you like at this point to intervene and react to what the political groups have said so far, or should we move on with our members and do it at the end? Ja, ich würde gerne reagieren, wenn es geht. Ja. Can you please repeat? I didn't hear you very well. Yes, I would like to answer if it's possible. Yes, go ahead, of course. Go ahead. Of course. Okay. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich würde weiter auf Deutsch sprechen. Erstmal Dankeschön für diese ermutigende Debatte. Ich finde es sehr gut, dass Sie ja im Grunde genommen alle deutlich gemacht haben, wie wichtig die Städte und die Regionen sind. Und man kann das gar nicht oft genug wiederholen, was Frans Timmermans gesagt hat, dass nämlich Klimaschutz vor Ort beginnt. Es wird vor Ort als erstes sichtbar, welche Klimaveränderungen wir haben. Und auch dort müssen die Maßnahmen ergriffen werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir aus dieser Krise jetzt wieder besser herauskommen. Die schöne Formulierung von Build Back Better, also dass wir besser aus dieser Krise herauskommen müssen, auch aus Klimaschutzgesichtspunkten, als wir hineingegangen sind, das finde ich nochmal sehr wichtig. Und wir müssen den Neustart der Wirtschaft jetzt eben auch mit Klimaschutz verbinden. Das ist etwas, was sehr gut funktionieren kann. Das hat das Impact Assessment der EU zu dem mindestens 55%-Ziel ja ergeben, dass wenn wir uns auf diesen Weg machen würden, also mindestens 55% Reduktion als Ziel hätten, dass das auch wirtschaftlich enorme Chancen für die EU bieten würde. Und deswegen glaube ich, dass die EU-Kommission sehr gute Argumente für dieses mindestens 55%-Ziel hat, weil es ist vollkommen klar, wenn wir 2050 klimaneutral sein wollen und 2030 dann nur bei -40%, dass das zu wenig ist, dann würde es danach viel zu starke Brüche geben. Deswegen muss man jetzt mehr tun. Und ich setze darauf, dass die Staats- und Regierungschefs jetzt eine sehr weise Entscheidung treffen werden und dass wir ein Ziel bekommen, was ambitioniert genug ist und was dann zum 5-jährigen Jubiläum des Pariser Klimaschutzabkommens ja möglichst noch im Dezember auch sozusagen übermittelt werden kann. Sie haben mehrfach die unterschiedlichen Energieformen angesprochen. Deswegen will ich darauf ausdrücklich nochmal reagieren, weil das für Deutschland ein wichtiges Thema ist. Und da würde ich einfach gerne als deutsche Ratspräsidentschaft nochmal erläutern, dass wir in Deutschland ja entschieden haben, aus Kohle und aus Atomenergie auszusteigen. Aus Atomenergie deshalb, weil wir es nicht für eine sichere Technologie halten und weil wir sehen, es ist in meinem Haus hier integriert, wie teuer das Umgehen mit den Abfällen ist. Alleine in Deutschland bezahlen wir jedes Jahr im Moment schon 1 Milliarde Euro, nur um die Abfälle sicher zu lagern. Und deswegen haben wir uns entschieden, aus der Atomenergie auszusteigen. Und wir steigen jetzt auch aus der Kohle aus. Wir haben das mit einer Kommission gemeinsam entschieden, wo wir NGOs, die regionalen Vertreter, die Wirtschaft, die Gewerkschaften, alle am Tisch hatten und einen Plan gebaut haben, wie wir eine sichere Energieversorgung haben, weil das brauchen wir, gleichzeitig aus der Kohle aussteigen, und das brauchen wir für den Klimaschutz und für die Regionen Perspektiven aufzeigen, weil in der Kohle waren in Deutschland sehr gute Arbeitsplätze mit sehr guter Bezahlung, guter gewerkschaftlicher Vertretung und dafür Alternativen zu schaffen, das ist wichtig für die Region und auch das wollen wir tun. Und ich finde, dass das ein guter Weg ist und bin deshalb auch so froh über den Just Transition Mechanism auf der europäischen Ebene. Das ist ja etwas, was von polnischer Seite in der COP in Katowice damals angeregt wurde, dass es ein Just Transition, eine faire Transformation geben muss Richtung Klimaschutz. Und der Mechanismus, der
der da jetzt auf der europäischen Ebene gefunden wurde, den finde ich gut, also einen richtigen Just Transition Mechanism zu haben. Sie haben alle darauf hingewiesen, wie wichtig dafür das Geld ist. Ja, wir müssen investieren in den Klimaschutz, weil wenn wir das nicht tun, dann werden die Kosten noch viel, viel teurer werden. Die Anpassung an einen ungebremsten Klimawandel würde uns unendlich viel Geld kosten, weil ja auch ganze Regionen Europas große Schwierigkeiten hätten, überhaupt noch bewohnbar zu bleiben. Und deswegen haben wir alle ein ureigenes Interesse daran, dass wir den Klimawandel zurückdrängen, dass wir jetzt in dieses große Thema investieren. Sie wissen, dass die ganze Frage des Mehrjahreshaushalts und des Aufbauplans im Moment noch in den Verhandlungen ist auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs, dass wir unermüdlich wirklich im Moment daran arbeiten, da zu einer Einigung zu kommen. Und ich hoffe sehr, dass uns das gelingt, weil auch für mich als Umwelt, als Klimaschützerin ist es ganz zentral, dass diese Vereinbarung jetzt kommt, weil sie sehr, sehr begrüßenswerte Elemente auch aus dieser Sicht hat. 30% der Mittel sollen im Haushalt für klimarelevante Ausgaben ausgegeben werden. Das ist wirklich wichtig, auch dass wir eine wirksame Methode der Messung jetzt entwickeln wollen. Ich glaube, das kann auch internationalen Beispielcharakter haben, dass wir für die biologische Vielfalt mehr tun wollen und auch dafür feste Ausgabeziele miteinander vereinbaren wollen. Auch ein wichtiger Punkt, der jetzt ja gerade in diesem mehrjährigen Finanzrahmen mitdiskutiert wird. Und dass es ein Do-Not-Harm-Prinzip geben soll, also der Grundsatz, dass wir alles vermeiden wollen, was Umwelt und Klima schädigt. Das ist, glaube ich, alles sehr, sehr wichtig. Auch der Aufbaufonds, die neue Aufbau- und Resilienzfazilität ist ein ganz wichtiger Mechanismus, um eben den Staaten und damit auch den Regionen am Ende zu helfen. Weil wir haben große Weichenstellungen vor uns. Wir müssen in eine nachhaltige Mobilität investieren, den Ausbau erneuerbarer Energien, in die Gebäudesanierung, in grünen Wasserstoff, in Kreislaufwirtschaft, in nachhaltige Landwirtschaft, in biologische Vielfalt. Das sind alles auch Dinge, die etwas kosten und die deswegen auch von der europäischen Ebene unterstützt werden müssen. Sie wissen, Deutschland ist ein föderal organisierter Staat und deswegen ist es uns auch in der Ratspräsidentschaft so wichtig, dass wir dieses Mehrebenenprinzip der EU weiter durchhalten. Die Ausarbeitung der Aufbau- und Resilienzpläne, das wird auf mehreren Ebenen im Moment intensiv beraten und ich will ausdrücklich auch hier nochmal Dankeschön sagen für Ihre wertvollen Ausführungen. Die werden wir selbstverständlich in die weitere Diskussion einbeziehen. Das spielt auch jetzt in den ganzen Gesprächen eine große Rolle. Das Ziel der deutschen Ratspräsidentschaft ist, das möglichst alles abzuschließen. Ich muss Ihnen nicht erzählen, wie schwierig das gerade ist, aber wir sind trotz dieser Schwierigkeiten jetzt sehr bemüht, alle mitzunehmen mit diesem Just Transition Mechanism. Das war ja eben auch eine Frage, wie mit diesem Just Transition Mechanism auch deutlich zu machen, wir lassen da keinen einzelnen Staat alleine. Wir müssen das solidarisch gemeinsam in der EU stemmen und eben auch gemeinsam finanzieren. Und deswegen, es ist nicht nur so, da will ich auch nochmal Franz Timmermans zitieren, wir brauchen eine Just Transition, weil die Alternative dazu ist, dass es Just No Transition gibt. Und das können wir uns absolut nicht leisten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da jetzt im Dezember zu einer Einigung kommen. Und ich setze auch auf Ihre Unterstützung jeweils in den Staaten, dass wir da zu einer Einigung jetzt auch kommen können. Wir tun alles dafür, um das nach vorne zu bringen. Vielen Dank. Thank you very much, Minister. Let me now give the floor to some of our members who have asked the floor and would like to say something on that topic. Mr. Bianco Enzo, please. Presidente, grazie. Volevo soltanto sottolineare che
Il tema del cambiamento climatico in Europa ci deve vedere impegnati con particolare attenzione anche nell'area mediterranea. L'anno scorso mi è stato affidato da Haarlem la redazione di un parere che poi è stato approvato a Barcellona all'unanimità, nel quale emerge chiaramente, per gli studi naturalmente che ho potuto riscontrare, che uno dei fattori di cambiamento climatico più importanti della nostra area dipende proprio dal Mediterraneo. La temperatura del Mediterraneo cresce del 20% in più ogni anno di quanto cresce nel resto dei mari del mondo. Scarichiamo nel Mediterraneo una quantità impressionante di bottiglie di plastica, 25.000 bottiglie di plastica ogni minuto, altri fattori di inquinamento gravissimo. Allora volevo sottolineare ai miei colleghi del Comitato delle Regioni che un'azione incisiva nel nostro continente, nell'Unione Europea, sul tema del contrasto al cambiamento climatico ci deve vedere fortemente impegnati con azioni specifiche che riguardano il Mediterraneo, anche in collaborazione con i paesi della sponda sud del Mediterraneo e di quella orientale, che naturalmente hanno anche loro una grande responsabilità. I colleghi sindaci e amministratori regionali del Mediterraneo sono ampiamente disponibili a fare una battaglia unitaria in questo senso. Grazie Presidente, mi scusi. Grazie mille. Our colleague Zdanska, please. Pani minister, panie przewodniczący, szanowni państwo, redukcja emisji gazów cieplarnianych to jeden z kluczy do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. W tym celu inwestujemy w elektromobilność, zazieleniamy kolejne obszary miasta, eliminujemy nieekologiczne piece, rozwijamy fotowoltaikę, wspieramy gromadzenie deszczówki. Z perspektywy prezydenta miasta muszę z państwem podzielić się swoimi obawami. Ten cel był ogromnym wyzwaniem przed pandemią. Teraz, w dobie trudnej sytuacji gospodarczej, znacznie mniejszymi dochodami samorządów, potrzebujemy jeszcze większej mobilizacji, żeby chronić środowisko. Popieram całym sercem zielony kierunek wychodzenia z kryzysu covidowego. Uważam, że jedyną drogą, jaką Unia Europejska może pójść, to jest właśnie ta droga. Wierzę, że plan przewodniczącego Timmermansa, którego kluczowym elementem są samorządy, zapewni w nadchodzącej perspektywie skuteczne narzędzia i finanse. Nie chcemy zmniejszać tempa proklimatycznych działań. W Łodzi, którą reprezentuję, mamy około 40 tysięcy nieefektywnych pieców, z czego prawie 20 tysięcy w zasobach miejskich. Koszt samej ich wymiany może sięgnąć nawet 150 milionów euro. To pokazuje, że jeśli jako władze lokalne mamy być motorem napędowym tej proklimatycznej machiny Unii Europejskiej, to potrzebujemy bezpośredniego dostępu do funduszy i zintegrowanego wsparcia ze strony Komisji Europejskiej. Dziękuję bardzo. Thank you. The floor now to Raucio Sari. Dear Mr. President, dear colleagues, ilmastotoimet alkavat kotikaupungistamme ja kotiseudultamme. Tarvitaan siis näitä isoja tekoja, joista tänään on keskusteltu, lainsäädäntöä, kannusteita, mutta samalla tarvitaan valintoja jokaisen eurooppalaisen, jokaisen ihmisen, jokaiseen arkipäivään. Yksi käytännön asia, mitä on vietävä eteenpäin jokaisessa kunnassa, koulussa, julkisissa tiloissa, on ruokahävikin vähentäminen. Se on hyvä esimerkki fiksusta tekemisestä, joka on ilmaston, talouden sekä ihmisen hyvinvoinnin kannalta merkittävää. Siis aidosti kestävän kehityksen mukaista tekemistä. Tällä hetkellä noin kolmannes kaikista ihmisille tuotetusta ruoasta päätyy roskiin, vaikka suurin osa olisi vielä täysin syömäkelpoista. Se on kestämätöntä, tuhlaamista ja jopa syntistä. Nyt korona-aikana, kun olemme kaikki enemmän kotona, on meillä jokaisella enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa syntyvään ruokahävikkiin. Haastankin meidän kaikki nostamaan esille yksittäisen ihmisen valintojen merkitystä. Ruokahävikki on todella suuri maailmanlaajuinen ongelma, josta syntyy valtavasti turhia ilmastopäästöjä ja kustannuksia. Onnistumiset, arvoisa presidentti, tehdään lähellä, samoin ne valinnat, joilla nuo tuiki tärkeät 2030 ilmastotavoitteet on mahdollista saavuttaa. Kiitos.
Thank you, Joseph Frey, please. Ja, sehr geehrte Frau Ministerin, wir sind uns ja einig, dass ehrgeizigere Klimaschutzmaßnahmen notwendig sind. Die Klimaschutzvorgaben der EU sind enorm wichtig und Klimaschutz kann nicht durch mehr Nuklearabfall erreicht werden. Manche Vorredner machen ja deutlich, dass auf den nationalen Ebenen diese Ziele konterkariert werden würden. In Deutschland läuft zum Beispiel auch Ende dieses Jahres für die ersten Betreiber von Photovoltaikanlagen die Förderung nach dem Erneuerbaren Energiengesetz aus. Und bis heute wurde von der deutschen Bundesregierung jedoch immer noch nicht geklärt, wie es im neuen Jahr mit dem Betrieb dieser Anlagen weitergeht. In meiner Region, in Baden-Württemberg, sind bis zu 30.000 Anlagen betroffen, bei welchen die Betreiber bis heute nicht wissen, ob sie ihre Anlage überhaupt noch nutzen dürfen. Wie die Wirtschaft, so brauchen auch unsere Bürgerinnen und Bürger Planungssicherheit, besonders wenn es um ihren Beitrag zum Klimaschutz geht. Deshalb braucht es eine starke EU, die den Mitgliedstaaten klare Vorgaben für einen ehrlichen Klimaschutz macht. Dankeschön. Minister, I think it's time for you to give us your final remarks before we thank you for your participation. Ja, ich will mich ausdrücklich nochmal für die Diskussion bedanken. Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, dass wir jetzt in der Corona-Pandemie eine wirklich schwierige Lage haben, dass der Klimaschutz aber trotzdem aktuell bleibt und dass es wichtig ist, dass wir jetzt den Kampf gegen den Klimaschutz wirklich alle gemeinsam aufnehmen, weiterführen und dass vor allen Dingen deutlich wird, wie wichtig die regionale und lokale Ebene dabei ist. Ich glaube, dass wir innerhalb der EU dann gute Mittel haben. Es ist ja richtig, dass die Regionen zur Finanzierung von Projekten für Klima- und Umweltschutz direkt Mittel beantragen können. Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, EFRE, werden in den Mitgliedstaaten ja für regionalspezifische Bedarfe vergeben. Und ich weiß das noch sehr gut, weil als Landesministerin hatten wir, weiß ich das, in Deutschland die Bundesländer, die die Ausgestaltung da sehr in der Hand hatten. Und wir in Deutschland nutzen auch im Moment unser Recovery Package, um gerade Kommunen und Gebietskörperschaften vor Ort zu helfen, mit der Corona-Krise klarzukommen und gleichzeitig etwas für den Klimaschutz zu tun. Ich habe gerade ein schönes Programm in meinem Ministerium gestartet, wo wir sozialen Diensten, also Pflegediensten, helfen, Elektrofahrzeuge anzuschaffen, weil sich das für die lohnt, weil sie kurze Strecken fahren, gleichzeitig aber auch ein guter Beitrag für den Klimaschutz ist. Also die Mittel auch vor Ort ankommen zu lassen, das ist, glaube ich, ganz zentral. Das muss in den Mitgliedstaaten jeweils geregelt und entschieden werden. Und die EU hat, glaube ich, einen guten Mechanismus dafür, um das Geld auch dann wieder vor Ort ankommen zu lassen. Klar ist, und da deswegen sage ich nochmal ausdrücklich Dankeschön für die Diskussion heute, das wird nur gemeinsam gelingen. Wir brauchen alle, die mithelfen. Wir brauchen jede Ebene, die helfen kann, Klimaschutz vor Ort wirklich sichtbar zu machen, CO2 zu reduzieren. Wir brauchen klare Rahmenbedingungen dafür. Die müssen jetzt mit dem Haushalt auf der europäischen Ebene gesetzt werden und natürlich mit dem europäischen Klimaschutzgesetz, was wir ja möglichst jetzt noch auf den Weg bringen wollen. Und beides ist nur der Rahmen. Ausgefüllt werden muss es dann ganz konkret vor Ort und deswegen setze ich da weiter auf die Kooperation mit Ihnen, mit dem Ausschuss der Regionen und mit den vielen Vertreterinnen und Vertretern vor Ort. Herzlichen Dank für die Diskussion heute. Thank you very much, Minister. It was a great pleasure to have you here with us today to discuss this important issue on climate ambition during especially the pandemic and the COVID-19 pandemic. I think we exchanged very interesting views. All members of the political groups and yourself, and I think now that we can say that we are all on board having the same target for the future to come on this aspect. So let us continue working together, and I'm sure we will have very positive results for the best of our citizens.
their citizens' lives and for the best of our cities and regions. So thank you very much again for finding the time to be with us.